Trinity Team. 101xp.com. Schwarzer Bildschirm. Und damit willkommen zum Angedaddelt von The Darkest Tales. Ein Spiel, das ich jetzt im Zuge der ganzen E3-Demos halt irgendwie bei Steam gesehen habe, dachte mir so, ja, ne, kann man vielleicht mal anspielen und mal gucken, was denn so daraus wird. Kann man das schon auf Deutsch stellen? Nein? Nein? Hätte sein können, aber nein. Gut, dann würde ich mal sagen, fuck ein wenig lang und fang an mit dem Spiel und gucken mal, was ist denn das? Slot 1. Ja, ist ein gutes Slot. Das nehmen wir. Once upon a time, in a little room immersed in the stillness of the night, a little light was flickering, seemingly unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights. But now, something was troubling her deeply. The little light gathered her magical energy and began to flutter around the room. She needed to clear her mind. She paused to look at a picture of her keeper, Alicia, with the thoughtful but determined air of someone who knows it's time to act. The girl with the sweet and ready smile was in a dark place, but the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever. Rest assured, I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks. There's no time to waste. She's been taken by dream demons. What do I know about dealing with demons and sick girls? But Alicia... Not interested. I always said you were just a stupid egotist. And she kept on believing you were a hero. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've got to be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, did she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? And now, you're refusing to help her because she abandoned you. Why wouldn't she want to play with this stupid, filthy old bear anymore? Well, let me spell it out for you. You're pathetic, cowardly, despicable. Darnation, enough with the sermon already. Just tell me what's going on, and then turn yourself off. Aw, poor unfeeling bear. Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep. I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious. Sounds like hogwash to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, parasite! Okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world. You protected her from monsters in her sleep for years. Ah, so you finally admit that Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't brag too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you. So what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe I didn't explain. You've already explained plenty, Parasite. I don't want to be anyone's hero.
But you and these demons are really starting to get under my fur. Believe me, you have no idea how frustrated a stuffed animal can get, shut away in a box for so long. Es wird geladen. Bitte warten. Es lädt ganz schön lang. Bitte warten Sie noch länger. Es darf ruhig weitergehen. Ah. So, jetzt sind wir in der Steuerung des grummeligen alten kleinen Bären, der so ein bisschen angepisst davon ist, dass er halt eingesperrt wurde in eine Kiste. Oh, okay. Kann auf eine Menge Zeug halt drauf treten. Okay. Kann auch runter. Okay. Press A to jump over. Oh. Obstacles. Achso, die Pencils, die sind hier. Ja. Also, ne, Stifte sind gefährlich. Ich hab's immer gewusst. Hallo? Okay. So weit, so abartig. Wow. Sind wir schon in der Traumwelt? Guck mal, wir haben jetzt einen Umhang. Grummeliger alter Teddy. Gefällt mir so von der Grundthematik halt einfach schon, ne? Rotkäppchen? Smell. And who might you be? You don't smell like a filthy wolf. Are you lost by any chance? I guess so. But if you would be so kind as to show me the path, I'll be on my way. A serious air of judgment, my dear. Didn't your mother warn you about getting lost? It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to tear you to shreds. And they've already caught your scent. So, am I done for? There might be a way to save your fur. If you can get to my grandma's house quickly. If you'd let me get up, I'd already be on my way. Try not to lose your way this time. Vom richtigen Weg abkommen und so, ne? Ja. Giving me the creeps. But we aren't here to run away. We're here to fight, right? No, Furbrain. This is exactly the right time to run away. We have to find a weapon. You won't last long without one. Und wo kriege ich denn eine Waffe her? Wir gucken einfach mal. Das wird schon. Irgendwie. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir kriegen Fallschaden. Das ist ja jetzt schon mal kacke. Hier ist ein Todestier. Vorsicht, Stacheln. Tut bestimmt weh, wenn ich da vorbeilaufen will. Aber mir gefällt halt schon so diese Grundthematik von wegen, ne? Wir sind halt der Teddy aus früheren Kuscheleien quasi und soll dann halt unser Menschen quasi retten von Traumdämonen und so was und aua. Checkpoint? Bist du ein Checkpoint? Ich habe keine Ahnung. Ups. Okay. 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 Can you at least try to be a bit more careful? Bear with me, Bear, and stop moaning. There you are, good as new.
näht mich wieder zusammen. Admit, you did a surprisingly good job. I know, pretty impressive, right? The only impressive thing around here is your ego. Okay, you unlocked heal. Keep LB pressed to sew up your wounds. The healing process will consume mana. Ich habe Mana. Okay, jetzt wird zumindest voll geheilt. Hier sind auch Spinnnetze. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich sind Spinnnetze eher nicht so gut. Aber soll's. Wir versuchen jetzt erstmal irgendwie irgendwo irgendeine Waffe zu finden. Eine Schere oder sowas. Das ist ja bestimmt ein Grund, warum das da so, so eine halbe Schere ist da oben. Das Lebensleister. Oh. Tipp, nicht runterfallen. Okay. So, da. Eine Schere, tatsächlich. Finally, the weapon we were looking for. Wake and fear, wolves. A rusty pair of scissors. Don't you recognize them? They are the scissors Alicia wasn't allowed to play with as a child. You won't find a better weapon in this world. All they need is a little magic. Oh, wow. The scissors have gotten rid of that pesky bug. Maybe they really are as powerful as she said. Charming as always, but do try to be more careful. I fused my magic with theirs to awaken their true power. You can do it. Come and get them. Ah, splendid. Now we're talking. Let's find out what these monsters are made of. Okay, und wir halbieren tatsächlich die Schere, damit wir zwei Schwerter quasi haben, ja, Double Swords. Drück X to slash your enemies. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir halt dann irgendwie in Anführungszeichen andere Haltung haben und dann halt dann die Schere zusammenführen, damit wir quasi in Anführungszeichen zwei Handschwert oder sowas haben. Ich finde das so von der Idee her voll putzig. Das ist jetzt nichts, ne? Was extra originell ist oder sowas von Gameplay-Mechanik her. I would have killed them all anyway. I'm not taking orders from a petulant pair of scissors. Just concentrate on the task at hand. By absorbing their powers, people become stronger and stronger. It's the only way we can save Alicia. Also wie gesagt, vom Gameplay her ist es nichts Neues, zwischen zwei Schwertern oder einem großen Schwert halt hin und her zu switchen. Aber so von der Idee her, das auf eine Schere zu münzen, sieht schon ganz anders aus. So, wir haben jetzt hier ein Wegschild, wo das X halt auch über meinem Kopf ist, von wegen so unten ist nicht der richtige Weg. Will ich eigentlich schon irgendwie unten lang gehen, weißt du? Aber da kommen wir nicht lang. Also außer ich kann hier runter, ich kann hier runter. Nicht vom rechten Weg abkommen. Aber vielleicht kann ich hier auch in der Demo halt tatsächlich nicht groß lang gehen. Dann gehen wir tatsächlich den rechten Weg entlang. Ist runtergefallen. Ich hoffe, das war nur ein Blatt oder so. Okay. Wow. Einfach vorbeispringen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oh, der. Wie hat er mich denn jetzt erwischt? Finde ich nicht okay. Erstmal ein bisschen zusammennähen hier. Treffen tue ich den nicht. Oh. Nee, er trifft mich, aber ich ihn nicht. Das ist ja super ätzend. Hm.
Oh. Eigentlich war ich da schon gar nicht mehr in seinem Bereich, aber hat gereicht, dass er mich vernaschen kann. Auch hier schön, ne, dass das hier alles Lego-Steine teilweise sind. Welt hier in der Traumwelt. Die Welt quasi zusammenhalten. Wie komme ich da ja gar nicht lang? Ach guck mal, jetzt kann ich hier lang. Das war nämlich vorher nicht der Fall. Boah. Okay. Ah, okay. Hier rüber kann ich das Ding zeigen. Just once, could you make yourself useful without bragging about it? With the energy we have absorbed, I can enhance our skills. I hope these skills you're so proud of are worth the time I have to spend putting up with you. Oh, bear of little faith. Okay, jetzt haben wir hier unseren Talentbaum. Leichte Waffen. Heal. Chris Health. Was haben wir hier? Speed up. Damage. Quick speed. Wir wollen mal mehr Geschwindigkeit. Oh ja, das geht schon eine ganze Ecke schneller als eben noch. So. Dann kommen wir jetzt oben lang, wo jetzt eben noch dieses komische Vieh war. Jetzt kann ich auch nichts weiter machen, außer halt einmal rübersteigen. Weg. Weg. Wenn es geht heute noch. Och Mist. Ups. Immer noch empfindlich. Okay. Geh weg. So, wenigstens das Ding haben wir gekriegt. So, also über alles, was irgendwie stachelig aussieht, irgendwie rüberspringen. So. Ups. Tipp, es gibt Fallschaden. Was jetzt? Slaughter those revolting wolves. I delight in the hatred. I see burning in your eyes, a reflection of my own loathing. What in tarnation is this monster? Did you kill it? All on your own? He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out, but seeing you fight got me so excited, so I wanted to surprise you. With a giant corpse. How thoughtful of you. No, my dear. It's not a surprise. Help! Help! This bear killed the king of the wolves! Here's your surprise. A fight that will drench the entire forest in blood. So, kein nettes Rotkäppchen. Überhaupt nicht. Okay. Wow. Okay. So, einmal heilen. Das klappt nicht so gut. Heilen dauert echt eine halbe Ewigkeit. So. Weg. So. Einer nach der anderen hier. Wow, nicht so. Jede Menge Wölfe noch, die wir hier bekämpfen sollen, ja. Ah, okay, hier kann ich tatsächlich hoch. So ein bisschen schwer zu erkennen tatsächlich in dem Spiel. Was kannst du hier als Plattform nutzen, was nicht. Ah, ich glaube, da würde man sich halt auch noch irgendwie einfuchsen. Ey.
auf der Fotokarte nicht irgendwie weiter hoch, nein. So. Ja, wie das auch aussieht, ne? Oh Mist. Gesund sieht was anderes aus. Aber das ist ja auch, ne, wie aus der Rotkäppchen-Erzählung. Wo halt dann der böse Wolf mit Steinen gefüllt wird und so. Wie man es halt aus dem Märchen kennt. Ich bin kein unbedingter Märchenfreund, aber ich mag sowas. Wie sowas manchmal halt umgesetzt wird in Videospielen. Hier bei. Wie hieß es? Wolf? Das Spiel, was ja irgendwie nicht zu Ende gemacht worden war. Das fand ich eigentlich auch so mega cool. Aber halt auch, Alice im Wunderland. Oder Alice Madness Returns, sagen wir es so. Das hat ja auch sehr viel auch Richtung Märchen. Ich meine, klar, es war Alice. Und da mochte ich das halt auch, wie es umgesetzt wurde dann letztendlich. Es war schon sehr, sehr cool. Ich will da hoch. So. Bitte warte, was? Achso, das ist eine Flattermaus. Okay. Das war eine Flattermaus. So, du Vieh. Mach mal was für dein Geld hier. Oh. Alter, dass da jetzt Stacheln sind, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, ne? Das ist einfach ein geborstener Ast und fertig. Pustekuchen. Zu. Und mehr Flattermäuse und mehr Wölfe. Das sind auch, ne? Aufziehwölfe halt. Bin noch gar nicht so kommentartechnisch drauf eingegangen. So, kriegt der andere auch, ne? Bitte warten. Gegner wird umgehauen, bei Gelegenheit. So. Vorsicht, Stacheln und Checkpoint. Hier ist plötzlich die Musik ganz anders. Sterbe ich im Wasser? Ja, aber nicht sofort. Ich kann ein bisschen schwimmen, aber Wasser tut zum Teddy halt nicht gut. What in tarnation happened here? I don't know, but I don't like it one bit. Let's hurry along, shall we? Okay. Wow. Ein Puppenhaus. That was incredible. You managed to get this far. Darn, little girl. Watching you fight always lights a fire inside me. Oh, wait a minute. This time, it's the forest that's on fire. What are you ranting on about? You have been excellent bait. Thank you for luring all the wolves in the forest here. None of them will survive. Now I just have to exterminate the last few remaining in their den. I'll soon put an end to their nasty little species. Darn psycho! Aber ich die schon so ein bisschen durchgedreht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen hier durch den brennenden Wald durchlaufen. Oder kann ich hier lang? Nein. Ich muss hier unten durch. Oder auch nicht. Aua. Es regnet Feuer vom Himmel.
Der Himmel schlumpft. So. Okay. Was ist das hier, was ich hier höre? Ne, das ist ja auch wieder so, was ich meine, ne? Ach doch, ich kann da drauf stehen, aber es hat irgendwie zweimal nicht geklappt. Achso, das ist wieder so ein Käferchen. Vom Springen her und vom Plattforming an sich fühlte sich aktuell noch nicht so ganz rund an. Dann doch eher so ein bisschen schwammig. Aber ist ja noch eine Demo-Version. Heißt nicht, dass die Vollversion dann automatisch gleich besser wird. Aber vielleicht nehmen dann halt dann Entwickler dann das Feedback der Spieler irgendwie auf. Weil, ne, was das angeht, wirkt es halt dann doch schon so ein bisschen schwammig. Ungenau. Halt auch aufgrund dessen, dass du nicht ganz genau weißt, wo genau kann ich dann halt jetzt noch landen. Wo genau hört denn jetzt so eine Plattform auf? Nur halt, weil so ein heller Schimmer halt da drauf ist, heißt es ja nicht, dass ich darauf landen kann. Weißt du? So. Das Kämpfen ist okay, weil du halt auch in alle Richtungen tatsächlich schlagen kannst. Und ich habe ein Level-Up. Können wir mal gucken. Skill-Tree. Gehen wir mal in Richtung Schaden oder sowas. So. Aber sonst brennt es jetzt hier nicht mehr. Es ist jetzt hier ein bisschen nass. Okay, wenn ich die schnell genug schlage, kriege ich sie auch tot. Also halt von hinten. Ist das Alicia's Bett? You're right! What a funny coincidence! Funny? We're in a little girl's nightmare. And we're about to go under her bed. I don't like this one bit. Da sind bestimmt Monster unterm Bett. Let's leave the squabbles for another day, you luminous bug. Right now, we need to stay alert. Okay. Ah, okay, Monster unterm Bett haben also auch ein Licht und so, ja? Und eine eigene kleine Welt. Das ist ja toll. Ach, hier sind die verlorenen Lego-Steine. Alter! Da sind diese krummen Stacheln da unterm Bett. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Gelache. Ist ja nichts für mich. Hier ist nix. Saftladen. Vielleicht ist er später was in einem fertigen Spiel. Aua. Da unten ist eine Flattermaus. Und da auch. Oh, ich wollte gar nicht so weit springen. So. Das reicht noch nicht zum Heilen. Ganz mieses Gefühl bei der Sache hier. Aber mir gefällt eigentlich so ziemlich alles, was ich hier sehe. Wow. Ach Mist. Und damit war der Bär auch schon tot. Oh ja. Und jetzt sind wir hier irgendwo wieder vor dem Bett quasi. Na gut, dann beenden wir an dieser Stelle das Angedaddelt. Das ist definitiv ein Spiel, auf das ich jetzt schon sehr gespannt bin, was denn daraus wird, wenn es dann irgendwann fertig ist. Auch so ein Spiel, wo ich halt gerne dann nochmal reingucken würde, wenn es dann da ist. Aber jetzt sage ich jetzt einfach mal tschö mit Ö.
Wir sehen uns beim nächsten Angedaddelt oder zum fertigen Spiel hiervon. Keine Ahnung. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen und bis dann.